Moin und herzlich willkommen vom Container Terminal Altenwerder, der ersten klimaneutralen Anlage dieser Art weltweit. 2,4 Millionen Standardcontainer werden allein an diesem Terminal jährlich umgeschlagen und fit gemacht für den Weitertransport. Und der Clou an der Sache ist, das Ganze passiert fast vollautomatisch und klimaneutral. Wir wollen heute schauen, welche Innovationskraft hinter diesen Maschinen steckt und wie heute schon der Hafen der Zukunft bei der HALA entsteht. Der Klimawandel ist die wohl größte Herausforderung unserer Zeit. Wir alle können unseren Beitrag dazu leisten, indem wir klimafreundlicher leben. Aber wie macht das eigentlich die globalisierte Wirtschaft und wie kann die Logistik bei immer steigender Nachfrage an Güterverkehr überhaupt klimafreundlicher arbeiten? Eine Mammutaufgabe, bei der die HALA jetzt schon weltweit vorangeht. Hier gibt es keinen Stillstand. Millionen Tonnen an Containerlast werden Jahr für Jahr von der HALA bewegt. Ein enormer Aufwand, der einiges an Energie kostet. Daher herrscht innerhalb des Unternehmens das Credo Balanced Logistics. Nachhaltigkeit ist schon seit 2007 ein ganz wichtiges Ziel für uns, handlungsleitend. Wir haben uns selber ehrgeizige Ziele gesetzt, die wir schon bereits in 2018 übererfüllt haben. Das haben wir alles unter Balanced Logistics zusammengefasst. Am besten sieht man das am Containerterminal Altenwerder. Jüngster Umschlagplatz der HALA und gleichzeitig der modernste. Am CTA werden Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit vorgelebt. Altenwerder als Zukunftsvision. Der CTA ist bereits seit 2 Jahren klimaneutral. In den ersten Jahren unserer Betriebsphase haben uns sehr, sehr viele Menschen aus der ganzen Welt besucht. Und Sie können diese Blaupause sowohl in Europa wie in Asien immer wieder sehen. Und das ist das Layout des CTAs in seiner Grundkonzeption. Den Anfang machen die wasserseitigen Containerkräne, die schon seit dem Startschuss im Jahr 2002 elektrifiziert arbeiten. Die Waren werden ausschließlich mit Ökostrom gelöscht und geladen. Für den Transport zwischen den Containerbrücken und den Lagerblöcken setzen wir am CTA AGVs ein, Automated Guided Vehicles, die automatisch die Routen von der Containerbrücke zum Lagerblock abfahren. Wiebke Offermann von der CTA Terminalentwicklung beschäftigt sich täglich mit den rund 100 AGVs. Diese liefen ursprünglich mal mit Dieselmotoren. Am CTA sind die autonomen Fahrzeuge aber schon zu 3/4 auf Lithium-Ionen-Batterien umgestellt. So werden auch beim Lagertransport tonnenweise CO2-Emissionen eingespart. Die vorhandenen Batteriekapazitäten sollen künftig aber noch einem weiteren Zweck dienen, der Stabilität des Stromnetzes. Durch den steigenden Anteil der erneuerbaren Energien, die im Stromnetz eingesetzt werden, kommt es auch immer mehr zu Schwankungen in der Netzfrequenz. Um diese Schwankungen auszugleichen, gibt es unter anderem virtuelle Kraftwerke und auch der CTA stellt die Batteriekapazitäten, die wir haben, einem virtuellen Kraftwerk zur Verfügung. Mit anderen Worten, in den AGVs wird eine bestimmte Menge Energie gespeichert. Für den Notfall, falls die Frequenz im Gesamtstromnetz nachlässt. Die HALA will so ihren Beitrag zur Bewältigung der Energiewende leisten. Am Kombi-Trans-Europa-Terminal Hamburg werden jährlich über 1 Million Container auf die Schiene umgeschlagen. Mission spart die HALA dabei vor allem durch hochmoderne und besonders leichte Loks und Waggons ein. CTA bietet gemeinsam mit unserer Bahntochter der Metrans über das Produkt Pure klimaneutrale Transporte bis tief in das europäische Hinterland an. Und damit nicht genug. Die HALA erforscht und entwickelt gerade Möglichkeiten, auch Lkw ohne Verbrennungsmotoren auf die Straße zu bringen. Als 136 Jahre junges Traditionsunternehmen sind wir verpflichtet, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und letztendlich, spätestens in 2040, der gesamte Konzern wird emissionsfrei sein. Hier gibt es eben keinen Stillstand.
Bis 2040 will die Hala komplett klimaneutral arbeiten. Bereits jetzt sind auf dem Gelände der drei Terminals knapp 90 Elektroautos unterwegs. 500.000 Kilometer legen die Mitarbeitenden damit zurück und tanken natürlich ausschließlich Ökostrom. Damit besitzt die Hala die größte Flotte an Elektrofahrzeugen aller europäischen Häfen und setzt ein Zeichen in Sachen Umweltschutz. Ja, Maßstäbe setzen, das hat sich die Hala nicht nur im Bereich der Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Mit viel Pioniergeist geht es hoch hinauf. Ich glaube, alle Mitarbeiter der Hala Sky sehen es als große Chance, hier für dieses Unternehmen tätig zu sein. Ja, das Besondere bei der Hala Sky ist sicherlich, dass das kein Tag wie der andere ist. Und das ist eben, ja, ich würde sagen, einmalig. Im Hamburger Hafen wird derzeit Wirklichkeit, was vor wenigen Jahren noch nach Zukunftsvisionen klang. Mit viel Pioniergeist hat das Startup Hala Sky innerhalb kürzester Zeit neue Horizonte erschaffen. Mit einem selbstentwickelten Drohnensystem wird die Industrie in die dritte Dimension gehoben. Wir haben verschiedenste Drohnensysteme einsatzfähig. Dabei können die Anwendungsbereiche ganz unterschiedlich sein. Seien es jetzt einfache Inspektionsaufgaben, auch zum Beispiel hier von unseren Containerkränen, aber auch Überwachungsaufgaben im Werkschutzbereich oder Transportaufgaben für die Intralogistik, wo dann beispielsweise Dokumente oder Kleinteile zwischen einzelnen Standorten eines Unternehmens hin und her geflogen werden können. Mit dem eigens programmierten Leitstandssystem können zeitgleich bis zu 100 Drohnen gesteuert werden, egal ob manuell oder auf vorher festgelegten Strecken. Die Hala hat in der Tat große Erfahrung im Bereich Automatisierung. Und diese Erfahrung bringen wir in unseren Leitstand ein, dass am Ende des Tages wirklich Menschen davor sitzen, dass die Menschen qualifiziert sind und einen verantwortungsvollen Beruf hier ausüben. Pilot und Flugobjekt können dabei mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sein. Es braucht lediglich das LTE-Netz. Das ist eben die Besonderheit. Ich kann es aus einer Zentrale steuern, kann aber in Hamburg, in Bielefeld, in London, Paris, wo auch immer auf der Welt, die Systeme einsetzen. Und das ist eben, ja, ich würde sagen, einmalig. Zu Wasser und an Land hat die Hala die Logistik schon lange perfektioniert. Nun steht der Weg in die dritte Dimension an. Auch hier hat das Thema Sicherheit einen großen Stellenwert. Wir bauen hier Drohnen for Goods. Also das heißt, wir sagen, Drohnen für gute Einsätze werden hier gebaut. Und da war von Anfang an, als wir 2017, 2018 angefangen haben zu programmieren, war eigentlich für mich immer das Wichtigste das Thema Cybersecurity und das Thema Sicherheit. Das heißt, wir haben unheimlich viele Sicherheitsmechanismen eingebaut, damit das Gerät sicher in der Luft fliegt und Menschen und Umwelt nicht gefährdet. Mit dieser innovativen Idee will die Hala auch den Weg für die Arbeitswelt der Zukunft bereiten. Das ist eigentlich für mich der wichtigste Aspekt, was mir auch am meisten am Herzen liegt, dass wir mit der Innovation neue Berufsbilder schaffen, zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ich denke, das ist auch so die Zukunft des Hafens, wirklich in neue Jobprofile hineinzugehen. Bis zu 100 Drohnen gleichzeitig gesteuert aus einer Zentrale. Ein Meilenstein für die Industrie und die Hala als Innovationsunternehmen. Ein innovatives Projekt, das vielen Industrieunternehmen neue Horizonte öffnet. Und bei der Automatisierung des Terminals hat die Hala schon Anfang des Jahrtausends eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Von der Anlieferung an der Wasserseite bis zum Transport ins Hinterland läuft hier fast alles voll automatisch. Und das Terminal, das ist auch der Arbeitsplatz zweier Frauen, die hier auf ihre ganz eigene Art und Weise ihre Spuren hinterlassen. Gerlinde John war maßgeblich an der Automatisierung des Terminals beteiligt und hat diese mitgestaltet. Und Nicole Ebert sorgt dafür, dass diese schweren Maschinen im Hintergrund jeden Tag reibungslos laufen. Zwei Frauen, die jetzt schon zeigen, wie vielfältig sich die Arbeitswelt am Hafen in der Zukunft gestalten kann. Gerlinde John kann man getrost als Visionärin bezeichnen. Als die Ingenieurin im Jahr 1999 zur Hala kam, ahnte sie noch nicht, welchen Wandel ihre Arbeit anstoßen würde. Hier hat sich alles geändert. Das gab es einfach vor 20 Jahren noch nicht. Es war eine riesige
Sandwüste, würde ich sagen. Wenn man sich alles wegdenkt hier, dass man sich zwischen den Sandhügeln durchaus verfahren konnte. John treibt seit über 20 Jahren die Automatisierung und Prozesseffizienz an. So war ihr erster Auftrag in Diensten der HALA, eine Steuersoftware für den autonomen Containerumschlag zu etablieren. Damit stellte Gerlinde John unter Beweis, die Arbeit an der Kaikante nicht unbedingt Männersache. Das ist ein Klischee. Ich kann das nicht so bestätigen. Eine Rivalität zwischen Kollegen und Kolleginnen, das habe ich hier nie so wahrgenommen. Das halte ich für ein Klischee. Ich musste nie kämpfen um meine Position. Dennoch, die Geschlechter sind im Hafengewerbe allgemein ungleich verteilt. Die HALA-Beschäftigten sind zu rund 15% weiblich. Die Quote soll in den kommenden Jahren unbedingt weiter steigen. Was wir machen, ist einfach früh anzufangen, junge Frauen und Mädchen für die HALA zu begeistern, also wirklich auch mit dem Thema Ausbildung. Die Frauen sind top ausgebildet, wenn sie von den Universitäten kommen, oft mehr als Männer. Und da wird es darum gehen, die auch zu halten und ihnen attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten. Eine Dame, die die HALA seit fast 16 Jahren beschäftigt, ist Nicole Ebert. Die 34-Jährige arbeitet seit ihrem Ausbildungsstart im Jahr 2005 in verschiedenen Werkstätten am CTA. Aktuell kümmert sich Ebert um die Spreader, die tonnenschweren Container-Greifelemente. Bei der Wartung muss angepackt werden. Hier wird sich richtig schmutzig gemacht. Also es können einige privat von mir nicht glauben. Privat laufe ich natürlich andersrum wie so, habe auch gerne mal hochhackige Schuhe an und Fingernägel lackiert. Also ja, es gibt schon Momente, wo sie mich dann fragend angucken und mir das erstmal nicht glauben. Ich muss lachen, weil es ist mein Job. Ich mache ihn seit 15 Jahren und es macht mir echt Spaß, ja. Nicole Ebert hat ihren Traumjob gefunden. Die Mechatronikerin hatte aber schon Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise in die Verwaltung gewechselt sind. Das kann für Unternehmen durchaus von Vorteil sein. Alle, die kommen und die aus verschiedenen Bereichen kommen, bringen für den Bereich, in den sie neu eintreten, natürlich ein großes Know-how mit. Und bei einem Unternehmen wie uns ist es einfach so, dass wir am Markt ganz oft das Know-how gar nicht erwerben können, sondern es wird innerhalb des Unternehmens erworben. Und deswegen ist diese Durchlässigkeit im Unternehmen für uns so wichtig. Ob als Visionärin am Reißbrett oder anpackende Werkstattmitarbeiterin. Die HALA bietet ein weit gefächertes Portfolio an Jobs und setzt sich selbst die Benchmark, die Aufgabenbereiche stets weiterzuentwickeln. Seit 1885 trägt die HALA die Gene eines Start-ups in sich und will mit ihrem Pioniergeist weiter dafür sorgen, dass die Logistik Vorreiter der Digitalisierung bleibt. Dazu haben wir ja heute schon einiges gesehen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Hafen und Logistik AG.